Moin ihr da draußen und willkommen bei einer neuen Folge von Assassin's Creed Brotherhood. Und wir waren hier stehen geblieben bei unserem, bei dem Tor. Wir waren halt nur da über unserem Kopf vertreten. Und, wir haben wieder Geld in der Bank. Sogar recht viel langsam, also echt viel, warte, Leonardo. Das ist unser lieber Freund Leonardo hier. Schau direkt mal nach. Hier ist eine Bank. Ah. Lass mich raten, du brauchst etwas. Wow. Sehr schön. Ja, wir nehmen natürlich auf jeden Fall die Klettersprunghandschuhe. Die kaufen uns natürlich. Warte hier. Ich komme gleich wieder. Gut, wir warten mal eben wieder 24 Stunden. Der Tag vergeht. Die Nacht bricht rein. Und nach der Nacht kommt Leonardo wieder. Damit ist nun nichts mehr außer Reichweite. Sehr schön. Alles klar. Ja, guck mal, der Handschuh sieht doch schon mal viel... Ein bisschen steif sieht der aus, ne? Okay, wir haben hier wieder einen... beschädigtes Aquädukt, ja genau. Und der Bordertum. Ja, ich brauch's nicht immer zu sehen. Ich würde sehr gerne. Nächstes Mal, endlich kannst du nicht... Okay, komm, dem helfen wir mal eben. Ich darf ja mal. Wir überlegen, wie wir diese Bastarde treffen können. Wir sind doch keine schwachen Weiber. Die Befreiung Roms hat begonnen. Grazie, mille grazie, amico. Ihr kämpft gut und, wie es scheint, für die gerechte Sache. Könnt ihr einen Mitstreiter gebrauchen? Klar. Das Monatsabo müsst ihr aber woanders abschießen. Ich habe jetzt gerade keine Papiere dabei. Okay, wir... Immer hier den Zettel ab. Warte mal, was ist das hier? Meine Fresse, ey. Och Mann, ich will doch nur mal wissen, wie das Gebäude heißt. Ich will den Turm nicht immer sehen. Den nehmen wir gleich ein, dann können wir die Scheiße hier endlich fertig machen. So. Ja, wir sollten auch unsere Kameraden in den Kampf schicken. Aber ich will jetzt erstmal ganz kurz gucken, ob wir den Turm mal eben einnehmen können, weil das geht mir gerade ziemlich, ziemlich auf die Eier, dass ich hier nichts machen kann. Das Aquädukt will ich fertig haben, das sind drei Teile. Zwei Teile. Und da kann ich noch nicht hin. Ernsthaft. Am Arsch. Da ist eine Truhe. Gerade was Glitzerndes gesehen. Was haben wir? Tomaten! geil. Ja, sorry, ich würde gerne zu dir gehen, aber ich kann leider nicht. Ich habe leider... Ja, geht halt nicht. Tut mir leid. Wahrscheinlich ist das alles missionsbedingt, die ganzen Ecken. Deswegen müssen wir eigentlich nur fleißig Missionen machen. Oh, eine Rüstung ist kaputt bei uns. Ah, wer braucht schon reparierte Rüstungen, ne? Oh nein, hau ab. Sing den anderen was vor, aber nicht mir. Ich habe jetzt gerade recht viel Geld ausgegeben für den Handschuh. Wirklich recht viel Geld. Warte, was ist hier, ein Attentat? Na egal. Hier, ne? Oh ja, wow. Täubchen, was sagst du mir? Neuer Rekrut, ein neuer potenzieller Assassine wurde erworben. Rinaldo Rockgai ist der Assassinengilde beigetreten. Mission erfolgreich. Gefälschte Begnadigungen überbringen wurde erfolgreich abgeschlossen. Eine Tibabiri ist jetzt auf Stufe 2. Severi. Was?
Severitore. Fähigkeitspunkte verfügbar. Nächste Stufe nach 15 EP. Ein neuer potenzieller Assassin wurde erworben. Vittorio Vitelli ist der Assassinen-Gilde beigetreten. Assassinsignal verliehen. Ein neues Assassinsignal wurde verliehen. Ein neues Assassinsignal wird jeweils für den ersten, den vierten und den sechsten Rekruten der Assassinen-Gilde verliehen. Die Signale werden abgezogen, wenn Rekruten sterben oder auf Mission entsandt werden. Genau. Ja, Assassinen. Finde ich super, dass sie schon auf Stufe 2 ist. Oder die können wir jetzt auch leveln, oder wie? Auf Rüstung oder auf Waffen? Gehen erstmal auf Rüstung hier. Krass. Das ist echt krass. Alles klar, dann würde ich sagen... Mission? Taktische Korrektur. Cesare liest... Ach, das ist jetzt eine für mich, oder? Cesare ließ einen seiner besten Strategen zurück nach Rom rufen. Er ist eine wichtige Persönlichkeit, deshalb reist er mit dem Pferd und Eskorte. Mich deucht, beides sollte kein Problem sein. Ach komm, weißt du was, machen wir das mal zum Warmwerden. So. Ja, das wollte ich eigentlich vermeiden, dass wir jetzt irgendwo hochklettern. Komm, geh runter da. Ich würde eigentlich durch den... Ich drücke da, genau. Mach hin, sonst gehst du kaputt. Weil wir müssen 5 Ziele eliminieren und das in kürzester Zeit. Das Problem, und das innerhalb von 2 Minuten eigentlich. Wenn man mal guckt, wo die Gegner sind, die sind ganz woanders. Na komm. Jawohl. In weniger als 2 Minuten. Bei ausgewählter mittelgroßer Waffe halten und Angriff, alles klar. Ich würde ja gerne plündern. Dankeschön. Ich würde mal sagen, Auftrag erfolgreich abgeschlossen. Hat 3 Pferde? 2 Pferde nur. Okay. Da ist unser Pferd. ich wollte eigentlich wieder zum Taubenschlag gehen, denn ich wollte mal eben die Assassinen nähen. Oh, die laden sich gerade auf. Die sind also verletzt gewesen und laden sich jetzt auf. Okay, dann machen wir erstmal was anderes. Alter, diese Huckel war. Eieiei, das geht ja einem richtig auf den Senkel nach einer Zeit. Okay. So, wir gehen trotzdem erstmal runter. Da ist ein Assassinen-Symbol, da gehen wir natürlich mal eben ganz fix hin. Hallöchen. So, mal eben ganz schnell schauen, dass wir mal unsere Kollegen an die Werte Arbeit kriegen. Geschichte. Die Archive geschlossener Missionen einsehen. Okay, achso. So, Florenz, verfügbar auf Tier 2. Gehen wir mal Florenz. Wir machen erstmal, gucken wir mal hier. Schwierigkeit, das ist sehr schwierig. Ich bin mir nicht sicher, das ist einfach. Ein Adligen festhalten. Okay. Bringt 10 EP. Status offen. Kurz vorlesen, ne? In den Templern getreuter Adliger spaziert unverholfen. Unverhohlen in der Gegend umher. Was? In den Templern getreuer Adliger spaziert unverhohlen in der Gegend umher. Er warnt sich. Mein Gott, ich kann nicht lesen. Er wähnt sich in Sicherheit. Er besitzt wertvolles Wissen über die Vorgänge im inneren Zirkel des Papstes. Er spürt ihn für uns auf. Ja komm, machen wir mal hier.
Einmal sie. Zack, zack, zack. Ich schicke übrigens generell so viele wie möglich, damit das auf jeden Fall immer vonstatten geht und immer 100% klappt. Deswegen, das mache ich halt jetzt grundsätzlich immer so viel wie möglich schicken. Damit das halt funktioniert. So, wir haben einen Auftrag da hinten. Den möchte ich natürlich jetzt mal eben schnell anfangen. Ein bisschen laufen müssen wir auf jeden Fall noch. Aber ich sag mal, laufen ist ein bisschen besser als beim Pferd reiten aus meiner Sicht, ja. Ah, hier ist ein Zettel, dann können wir mal eben... Da ist er. Schwupp und weg mit der Scheiße. Hab nichts getan, ich bin unschuldig. Ah, warte mal, da ist wieder was. Eine Truhe und da hinten ist ein... Ah ne, das ist ein... Templer-Symbol-Dingens. Ja, das machen wir erst... Hallo, Ezio. Ja, genau, ja, dann geht dann da hin. Dann geht er einfach. Mir auch egal. Ja, das machen wir doch noch nicht. Wir machen jetzt erstmal Missionen, damit wir endlich weiterkommen und auch so die ein oder anderen Ecken jetzt mal freikriegen hier. Weil es gibt hier einiges, was ich machen würde gerne, aber nicht machen kann, da wir halt nicht genügend Leute haben. Beziehungsweise nicht weit genug in der Story sind. Muss auch überall hochklettern, boah. Muss auch überall hochklettern. Ist ja scheißegal, boah. Da ist noch ein Kopernikus-Auftrag, den machen wir auch noch nicht. Ich hab schon lange nicht mehr investiert, ne? Naja, egal. Egal, wir kümmern uns jetzt erstmal so ein bisschen um Story und so ein bisschen nebenbei Assassinen ranholen, dass wir die Aufträge auch fertig kriegen. Weil unsere Assassinen helfen uns auf jeden Fall. So, hier kann ich besser runter. So. Schwupp. Zack. Wir können es. Eieiei. Und schnell hier runter. Schnell runter. Dankeschön. Hier dann hoch und dann können wir eben hier zur Bank gehen. So, da runter, hier hoch. Mal eben zur Bank eben das Geld abheben. Da ist sie ja schon. Unsere geliebte Bank. So, Investitionen, wie sieht's denn hier aus? Einnahmen, die Einnahmen sind gar nicht so schlecht. Wir investieren auf jeden Fall nochmal. Aber sowas von. Jawohl, buddhistische Gebetsperlen, ja easy. Haben wir bekommen. So, okay, zurück. Buchführung, wie sieht's aus? Zusammenfassung, Renovierungen haben wir was bekommen. Durch die Geschäfte kriegen wir auch was. Geschäfte, ja, da fehlen auf jeden Fall noch viele. Oh, es stockt ab und zu immer gerne mal. Nicht schön. Okay, wir wollen aber eben das Geld abheben. 25.000 haben wir jetzt, sehr schön. Ich weiß nicht, ich nehme diesmal ein bisschen länger auf. Also ich mache jetzt keine halbe Stunde Aufnahme, sondern ein Stündchen. Ich weiß, es ist nicht wirklich viel, aber egal. 30, komm, machen wir eben. Wir brauchen auch derzeit nichts kaufen, weil irgendwie so rüstungstechnisch, ja gut, können wir machen, aber... Ich irgendwie komme mir derzeit noch gut klar. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr genug Geld habt. Echt nicht? Wow. Ich hab dich nur eröffnet, du Hammel. Du Hammelbein. So, ich nehme jetzt ein bisschen länger auf, deswegen schauen wir mal, wie weit wir kommen. Vielleicht kriegen wir sogar das Geld zusammen, um, also die 46.000 oder 47.000, was das ist, um vielleicht das Kolosseum zu kaufen. Mal schauen. Dafür müssen wir aber Gas geben. So. Wo seid ihr gewesen? Wir alle haben Geheimnisse. Ich habe einen Weg zur Befehlsübermittlung an eure Rekruten eingerichtet. Wir senden die Befehle mit Brieftauben. Hab Dank, Machiavelli. Bartolomeo lässt sich entschuldigen. Die Franzosen haben ihren Angriff verstärkt. Claudia. Ezio. Nun gut. Ich habe einen Plan für die Borgia. Wir greifen ihre Ressourcen an oder Cesares Anhänger. Mein Plan sieht beides vor. Wenn wir den Geldhahn zudrehen, verliert Cesare seine Armee und kehrt ohne Männer zurück. Also, ich frage euch, woher stammt sein Kapital? Volpe?
Agostino Chigi ist der Geldgeber des Papstes, aber Cesare vertraut einem anderen. Im Moment wissen wir nur, dass man ihn den Bankier nennt. Es gibt einen, der dem Bankier Geld schuldet. Senator Egidio Trocke kommt jeden Tag und beklagt sich. Bene, ich werde dieser Spur folgen. Französische Söldner bewachen die Straße zur Engelsburg. Wenn Cesare eintrifft, kommt ihr nicht mehr an ihn ran. Ich werde den General der Franzosen töten. Ist er tot? Hat Bartolomeo die Franzosen in der Defensive und sie müssen die Posten an der Brücke aufgeben. Auch ohne Söldner wird die päpstliche Garde weiterhin das innere Tor bewachen. Es gibt einen Nebeneingang. Lucretias neuestes Spielzeug. Pietro hat den Schlüssel. Ich sah ihn an der Burg. Kommt später zu mir. Meine Diebe werden versuchen, ihn aufzuspüren. Sehr schön, wie schnell wieder alle verschwunden sind. Mann, Mann, Mann. Alles klar. Dann würde ich sagen, hier ist der Plan. Assassinenversteck. Suchen Sie ein Assassinenversteck. Alles klar. Assassinen? Ja, die sind gerade alle noch unterwegs hier, ne? Verfügbar in 17 Sekunden. Geil, warte mal, ich geh mal kurz raus. Das Versteck verlassen, alles klar. Ja, theoretisch können wir ganz kurz warten. Oder was ist das denn? Was ist das? Ist das der Plan? Ja, genau. Der Auftrag ist erfolgreich. Ah, der nächste wurde erfolgreich Rang erhoben. Hallo, ich will den Plan einsehen. Hallo. Fortlaufende Story oder was? Zum Kotzen. Muss ich gleich nochmal machen. Gut, gehen wir raus. Wo willst du hin? Ich nütze niemandem ohne mein Forli. Ich gehe zu meinen Kindern und hoffe auf Wiederherstellung meiner Ländereien. Ich wünschte, du bleibst. Du bist jetzt der Anführer der Assassinen. Vereinige sie, Ezio Auditore, und erobere Roma. Bye. Vittoria agli Assassini! Vittoria agli Assassini. Ja, wenn ich wüsste, was das heißt. Der Plan 100% synchronisiert. Sequenz 4 beendet. Ich dachte, wir wären bei Sequenz 3. Okay. Prinzessin in einer anderen Burg. Als Erfolg. Sehr schön. Da würde ich mal sagen, Sequenz 5, der Bankier. Roms Einkommen ist gestiegen. Sehr schön, das freut mich. Das hilft mir weiter. Da unten haben wir ein Fluss. Ah, okay, das ist er. Hier mal ganz kurz gucken, habe ich Apothekenbedarf? Habe ich da irgendwas? Jawohl, ich bräuchte einmal Apothekenbedarf, bitte. Medizin einmal voll machen, bitte. Dankeschön. Das Geld haben wir auf jeden Fall. Brauchen wir auch. Ja, Vorsorge ist wichtig, das ist absolut korrekt. Ich möchte aber trotzdem mal eben bei uns reingehen, nochmal in die Bude. Denn ich möchte einmal für unsere Assassinen, die derzeit wieder da sind, möchte ich mal eben gucken, was wir für einen neuen Auftrag für sie haben. Und dann will ich noch was anderes nachchecken. So, wir schauen mal eben nach. Mission erfolgreich. Hier einen Anliegen festhalten, wurde erfolgreich abgeschlossen. Bezahlung, das ist ganz gut. Genau. Jeder kriegt 3 EP. Reicht vollkommen aus erstmal. Hermano Erba ist jetzt auf Stufe 2. Severitore. Erfahrungsfähigkeitspunkte verfügbar. Nächste Stufe nach 19 EP. Die Assassinen. Sie, genau, er. Warum ist er hier und sie jetzt da? Sie ist doch viel weiter. Egal. Ich gehe trotzdem erstmal komplett auf Rüstung, dass die ein bisschen gerüstet sind, halt nicht so schnell draufgehen. Ich bin trotzdem Fan von ihr. Sie hat es besser gemacht als er. So irgendwie, keine Ahnung. So, okay, wir gehen zu den Aufträgen. Wir gehen nochmal. Oh, nach Florenz. 3 neue Aufträge. Den hier haben wir beispielsweise. Stadt ist offen. Ein Bankier eliminieren. Wir sind ja sowieso noch auf der Suche nach Bankieren.
nach Bankern. Der Einfluss der Templer hat einen bedeutenden Bankier korrumpiert. Statuiert ein Exempel an ihm. Alles klar, machen wir. Ich guck mal ganz kurz, wenn ich jetzt ihn hier wähle. Schon 100% erreicht, weißt du Bescheid. Weißt du was? Machen wir mal nur ihn. Mission starten. Weil Erfolg ist 100%. Dann klappt das Ganze. So, wir haben, ich will mal ganz kurz gucken. Wir haben hier noch einen Auftrag, der dauert länger, hat aber eine höhere Schwierigkeit. Einen Lieferanten eliminieren. Wir haben die Möglichkeit, das Heer der Templer von Nachschublieferung abzuschneiden, indem wir ihn ihrer Waffenlieferanten einen ihrer Waffenlieferanten eliminieren. Also los. Da will ich mal ganz kurz gucken. 8%, 12%. Nee, das kriegen wir nicht hin. Das können wir vergessen. Also, ich sag mal so, Schwierigkeitsstufe 2 kriegen wir noch wahrscheinlich hin. Wir gehen mal nach Wien. Warte mal, 2, da will ich mal ganz kurz gucken. Eine Kutsche verteidigen. Eine Kutsche mit wichtiger Fracht wird die Stadt bald verlassen. Sorgt dafür, dass sie unversehrt an ihrem Bestimmungsort ankommt. Da will ich mal ganz kurz gucken. 100%? Nein. Okay, dann weißt du was? Dann machen wir das mal so. Einmal das haben wir 100%. Mission starten. Mission akzeptieren. Und wir haben hier noch einen Auftrag. 2 sogar. Machen den hier. Den Sieg stehlen. Politiker der Templer wetten heimlich auf ein Rennen und können eine Menge Geld gewinnen. Sorgt dafür, dass ihr Favorit nicht gewinnt. 100% Erfolgschance, ich glaube, das reicht, ne? Da brauche ich, glaube ich, nicht viel sagen. Machen wir Mission starten. Und damit sind alle jetzt unterwegs. 3 Aufträge laufen derzeit, finde ich super. Sehr schön. Und ich wollte das hier aber nachprüfen. Was ist das hier? Assassinen-Gilde. 0 von 25 Mal im Kampf Assassinen-Rekruten gerufen. 0 von 15 Pfeilhagel. 3 von 20 Mal Assassinen-Rekruten gerufen, um ein Ziel zu eliminieren. 3 von 5 Mal ein Assassinen-Rekruten in der Haupterinnerung gerufen. 0 von 5 Rekruten zum Rang Assassine ausgebildet. Wieso bin ich da gerade hingekommen? Ich habe nicht mal Escape oder so gedrückt. Egal. Warte, wir gucken mal erstmal auf die Karte. Wo müssen wir überhaupt hin? Wo müssen wir? Da müssen wir hin. Gut, es ist in der Nähe. Also können wir da jetzt nicht über, ich sag mal, über Schnellreise über die Tunnel hin, sondern müssen hingehen. Ich trinke mal eben kurz was im Moment. Oh, hat sich die Kamera gedreht. Alles klar. So, dann geht's wieder los. 26.000. Oh, hier sind. Hey, what the fuck? Hey, wir sind doch nicht bei den Barbaren. Mein Gott, geh doch hoch hier. Wo ist er denn jetzt? Weißt du was, egal. Wir haben hier noch Läden, die. Entschuldigung. Danke aber für den, ne? So, Schneider, wir renovieren erstmal wieder ein paar Häuser, denn wir können hier renovieren. Das haben wir nämlich doch gar nicht gemacht. Da ist auch ein Kunstcenter, die machen wir auch gleich fertig. Schlagen wir euch zusammen, nein, Kommt, lasst mich euch mit meiner Erfahrung einkleiden. Weil das erstmal die Kamera an den Leuten festhängt, das geht mir so ein bisschen auf die Eier. So, wir haben wieder ein bisschen renoviert. Können wir machen, wir haben das Geld dazu. Kurz warten. Ebenfalls in meinem Laden diese Woche das faszinierende Werk des Liberale da Verona und seines Schülers Carotto. Alles klar. Meine Erscheinung, ja, ich bräuchte ein bisschen Puder. Was meinen die denn? Ah, die chillen erstmal eine Runde. Genau, sagen die, die hier rumchillen und nichts für die Arbeit tun. Ist da Bescheid. Ich gehe außen rum. Hey, lol. Habe ich da einen bemobst?
Habe ich da einen bemobst? Ich glaube ja. Entschuldigung. Genau. Komm, runter da, dankeschön. Oh, einem mit Rückenproblem. Ah, kommen wir wieder zu unserem... Nee, das ist doch im Norden. So, jetzt muss ich mal ganz kurz checken, können wir hier runter? So. Da. Da müssen wir rein. Haben wir das schon frei? Das haben wir schon frei. Wieso konnte ich das denn nicht auswählen, lol? Beziehungsweise warum wurde mir das auf der Karte nicht angezeigt? Egal. So, hier wollen wir hin. Was willst du? Du sprachst von einem Senator bei dem Treffen. Such auf dem Kapitol. Du brauchst mich nicht. Wenn ich den Bankier töte, müssen deine Mädchen dem Widerstand sein Geld bringen. Fein. Bleib wachsam. Flucht aus der Schuldenfalle. Senator Egidi... Was? Egidio... Troche? 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 Keine Ahnung. Auf dem Kapitol besuchen, um den Aufenthaltsort des Bankiers herauszufinden. Volle Synchronisation bei der Verfolgung des Senators nicht entdeckt werden. Alles klar. Werden wir wahrscheinlich nicht schaffen. Oder wie ist das? Was ist denn mit Bild? Achso, das ist auch wieder die Liste. Alles klar. Wieso hängt die denn hier überall aus? Das fällt doch auf. Warte mal, ganz kurz gucken. Auf der Karte, wo liegt das Ziel? Ja gut, dann da können wir mal eben eine Schnellreise hinmachen. Ich nenne es ja einfach immer gerne Schnellreise durch die Tunnel. Die laufende... Ach du Scheiße, die Erinnerung wird dann abgebrochen, what the fuck? Warum das denn? Ich muss übrigens dringend noch meine Gesicht wahren. Warte mal, wo ist denn hier der Zettel? Da oben, ne? Nee. Da vorne ist der Zettel, alles klar. Alles gut, mein Lieben, alles gut. Hey, wieso kannst du da nicht klettern? Warum kannst du da nicht klettern? Dann kletter da. Los, hopp. Hoch mit dir, hoch mit dir. Sehr schön. Einmal Bekannter jetzt gerade komplett tief machen. So, ich habe übrigens mehr Leben bekommen. So, wir bleiben auf dem Boden der Tatsachen. Und laufen mal auf dem Boden rum. Nicht über die Häuser, das könnte später eventuell kompliziert werden. Noch nicht jetzt über die Häuser, vielleicht werde ich entdeckt und beim Runterkommen vielleicht habe ich dann da Probleme oder so. Wer weiß. Deswegen, schauen wir uns einfach mal um. Und checken mal die Umgebung so aus. Wieso höre ich hier eine Stimme? Wieso, was zum... Die höre ich nur so... Wow, er rennt mich an. Ja, alles klar, Leute. Wieso höre ich die Stimme immer nur auf dem rechten Ohr? Ah, yeah. Ah, Bowser-Turm wird erstmal wieder gezeigt. Ja, ist ja gut. Ah, dieser Platz kommt mir irgendwie bekannt vor. Hier waren wir auf jeden Fall schon mal. So, wo ist dieser Senator? Kann ich ja gleich finden. Moment, ich gehe erstmal ein bisschen hoch. Dieser Senator. Okay, würde ich sagen, Adlerauge. Habt ihr gehört, dass Egidio sogar das Sühnegeld abschaffen will? Bitte, jeder Bürger, der sich vom Gesetz... Okay, wo ist der? Warum sollten wir Egidio unser Geld geben? Wir wissen, was er damit machen wird.
Das kann ich ja auch nicht kaufen. Boah, ich kann nicht erst hingucken gehen. Wo ist denn der Senator? Bänke, Heu. Hä? Keine Diskussion. Ah. Eure Schuld ist überfällig. Macht eine Ausnahme für einen alten Mann. Nein. Wir kommen, um zu kassieren. Ich werde sein Geld bald haben. Das reicht uns nicht. Oh, den Senator retten, alles klar. Komm, das macht er schon. Ein guter Samariter in Roma? Ich dachte, so etwas gibt's nicht mehr. Senator Egidio Trocke. Euch schulde ich nicht auch Geld, oder? Ich suche nach Cesares Bankier. Cesare Borgia. Und ihr seid... Ein Freund der Familie. Cesare hat viele Freunde zurzeit. Nur leider bin ich keiner davon. Ich kann zahlen. Ma che meraviglia. Er bekämpft Wachen und verschenkt Geld. Wo wart ihr nur mein ganzes Leben? Wir sollten besser verschwinden. Ich kenne einen Ort. Los geht's. Okay, Senator in Sicherheit bringen. Aber ihr werdet mich beschützen müssen. Die Wachen sind nicht sehr freundlich, wenn ihr wisst, was ich meine. Dann gehen wir mal außen rum, wa? Beziehungsweise kann ich auch rennen? Ja, ne? Sollte, glaube ich, gehen. Da komme ich nicht rum. So, wir gehen einfach mal hier entlang. Damit weichen wir erstmal die Wachen aus. Vor kurzem erzählte mir mein Bruder Francesco, der Kämmerer des Papstes, Ich weiß, lasst mich ausreden. Es ging um Cesares Pläne für die Romagna. Ich schrieb eine Warnung an den Botschafter von Venezia. Doch einer der Briefe wurde abgefangen. Okay. Ganz kurz hier entlang. Der Senat hat heutzutage nichts zu tun. Die Borgia haben die ganze Macht. Wisst ihr, wie es ist, nur Cazzo zu machen? Es verändert einen. Ich habe gespielt, getrunken und gehurt. Oh, ihr seid gut. War es das Parfum in meinem Kragen? Etwas in der Art. Okay, so, wir sind fast da. Hier ist es nicht sicher. Wir müssen weiter. Boah, was war das? Tut mir leid, das ist halt nicht mit Absicht. Okay, da sind auch noch welche. Wie unbotsame Grausamkeit, verlassene Kinder. Jetzt verabschieden wir Gesetze über die erlaubte Ärmelweite von Frauenkleidern. Ihr nicht. Ihr sammelt Gelder für falsche Vorhaben, um eure Spielschulden zu begleichen. Hilfe! Habt ihr je ein What the fuck? Gedacht, dass ich das bedeutet, dass ich Alter, ernsthaft? Wie haben die das denn jetzt bitte gesehen? Die waren doch ganz woanders. Oi. Wow. Ganz toll. Ganz, ganz toll. Halt er sich gerade? Er hat noch 3 Balken. Hat er nicht gerade 2,5 noch? Schnauze, sonst gibt's Beule. Ach fuck, die habe ich gar nicht bemerkt. Oh lol. Oh, komm. Na, komm her. Alter Verwalter. Ohne Scheiß, sie sind gar nicht auf der Karte sichtbar gewesen. Was? Zum Henker, Alter, die sind gar nicht auf der Karte sichtbar gewesen. Und es leckt immer noch. Wir können nicht anhalten. Zu viele Wachen.
Kann ich das mal eben kaufen? Nein. Gut, alles klar. Gibt's doch nicht hier, ey. Nirgendwo eine Stelle, wo man mal hin kann. Und überall sind Wachen. Und auch schon wieder Wachen hier. Ich will ja eigentlich komplett umlaufen, damit nicht irgendwas passiert. Oh, er ist geheilt ein bisschen. Okay. Laufen wir hier weiter. Wie sieht's hier aus? Da sind. Direkt vor unserem Gebiet, ey, leck mich doch. Okay, wir versuchen mal außenrum zu gehen. Da kommen schon wieder Wachen an. Alter, das ist doch. Was ist denn hier los, bitte? Hier sind überall Wachen, what the fuck? Komm. Zack. Hallo, jetzt sind sie weg, alles klar. Bleib dran. Alles klar. Plötzlich sind sie weg. Wir laufen dem mal hinterher, den Wachen hier. Beziehungsweise hier rein, ne? Verdammte Briefe! Ich hätte sie dem Botschafter nie schicken dürfen. Jetzt wird Cesare mich umbringen. Benvenuto im Haus meines Bruders Francesco. Er ist zum Glück nicht hier. Wir haben nicht gesprochen, seit er von den Briefen weiß. Was wolltet ihr noch gleich? Cesare ist Bankier. Genau. Ich muss ihm das Geld bringen. Nur leider hab ich kein Geld. Ihr trefft den Bankier? Wo? Das weiß ich erst, wenn ich da bin. Ich gehe an einen von drei Orten. Seine Freunde bringen mich dann zu ihm. Ich bringe euch das Geld, das ihr ihm schuldet. Sul serio? Ihr müsst damit aufhören. Ihr macht mir beinahe Hoffnung.